zu wässrig. Schreib. Nun, dann werden wir ihm jemanden finden, der kochen kann. Sie hat sowieso ein gemeines Gesicht, findest du nicht? Hattest du Musikunterricht? Ja. Ich habe ein Geschenk für dich. Komm. Kannst du Noten lesen? Ja. Warte. Lass es mich dir zeigen. Musiker werden. Ich will aber Soldat werden. Was sagst du, Komponist? Nein, Soldat. Oh. In deinem Alter habe ich mein erstes Konzert gegeben. Und ich war miserabel. Dein Großvater dachte, er würde ein Vermögen mit mir verdienen, mit einem Wunderkind. So wie Mozarts Vater. Der Schmutz war ungeheuerlich. Dieser Mann ist wahnsinnig. Er hört nichts, gar nichts. Andauernd brüllt er und schreit er. Der Hausbesitzer wird ihn noch hinauswerfen, wenn er so weitermacht. Der Junge ist genauso schlimm. Sein Onkel ermutigt ihn noch. Zufällig hörte ich beide darüber sprechen, dass sie mich schlagen wollten. Also ging ich. Wurde der Knabe reinlich gehalten? Einen Monat lang zog er keine frische Unterwäsche an. Dieser Mann kann nicht einmal für sich selbst sorgen, geschweige denn für ein Kind. Ich rufe jetzt Karl van Beethoven. Guten Tag, Karl. Guten Tag. Wie behandelt dich dein Onkel? Gut. Er hat ein lebhaftes Temperament, nicht wahr? Ja. Hast du Angst davor? Nein. Hat er dich jemals bestraft? Nein, nur wenn ich es verdient hatte. Karl, sag uns, bei wem du lieber leben würdest. Bei deinem Onkel oder bei deiner Mutter? Möchtest du bei deinem Onkel bleiben? Ja. Sprich lauter, bitte. Ja. Das klingt nicht überzeugt. Es wäre eben besser, wenn der Onkel jemand hätte, der sich immer um ihn kümmert. Denn er hört schlecht. Und es ist sehr schwer, mit ihm zu sprechen. Die Wahrheit ist, er ist stocktaub. Karl, sag, liebst du deine Mutter? Ja. Und fehlt sie dir? Ja. Würdest du dann nicht lieber bei ihr leben? Der Onkel braucht mich. Was mir das Liebste wäre, das wäre, dass wir alle zusammen sein könnten. Wenn ihr bitte näher treten wollt. Herr van Beethoven, unser tüchtigster Komponist. Welche Ehre! Herr von Metternich, wegen seiner Krankheit hat Herr van Beethoven darum gebeten, dass ich hier für ihn spreche. Wie ihr wünscht. Sein Fall vor dem Magistrat läuft nicht gut.
Der Grund dafür ist, dass Johanna van Beethoven Zeugen bestochen hat, gegen ihn auszusagen. Ihr müsst mir helfen. Mein noch sehr junger Neffe Karl, er ist verdorben worden durch das üble Treiben dieser Was Person. Herr van Beethoven meint. Warum sollte ich euch helfen, Beethoven? Bitte schön, Exzellenz. Metternich ist ein üblerer Tyrann als Napoleon. Das wurde mir letzten Dienstag zugetragen aus dem Gasthof zum Schwan. Man sollte diesen Metternich zwingen, meinen Kot zu essen. Und so weiter und so fort. Herr Beethoven, es gibt viele Kräfte in Österreich, die die Revolte schüren. Ich schätze lebhafte Diskussionen wie jedermann, aber ich befürchte, dass wir uns in diesen Zeiten nicht gar so viel, wie soll ich sagen, Enthusiasmus erlauben dürfen. Vermutlich wäre es klüger, unsere großen Künstler zeigten da ein wenig mehr Umsicht. Herr van Beethoven macht den Vorschlag, ein großes Oratorium zu komponieren. Zum Lobe ganz Österreichs und zum Lobe eurer herausragenden diplomatischen Leistungen beim Wiener Kongress, die den Frieden für ganz Europa gesichert haben. Das Gericht hat beschlossen, Frau Johanna van Beethoven die Vormundschaft für ihren Sohn Karl nicht zu übertragen. Dieses Gericht ist korrupt! Nun, da der Junge mit Leib und Seele Ludwig anvertraut war, begann das taube Genie ernsthaft mit dem, was sein tragischstes Bemühen werden sollte, sein Mündel zu einem großen Virtuosen zu machen. 5 Jahre lang war das sein wichtigstes Ziel. In diesen 5 Jahren schrieb Ludwig keine einzige Note. Weder das Oratorium, das er Metternich versprochen hatte, noch die Messe, auf die die Philharmonische Gesellschaft in London wartete, noch die große Symphonie, von der er unaufhörlich redete. In Wien dachte man, es sei vorbei mit ihm. Taub, künstlerisch am Ende. Rossini hatte seine diebische Elster aufgeführt. Das Publikum verlangte nur noch italienische Opern. Beethoven wurde nicht mehr gespielt.